Heute die neueste Ausgabe von Transfermarkt TV. Wir sprechen über ein ganz heißes Gerücht. Callum Hudson-Odoi, der steht wohl nicht nur bei den Bayern auf dem Zettel, noch ein anderer Bundesligist ist dabei. Außerdem wollen wir eure Meinung wissen zum Länderspiel, Neustart und in unserer Gerüchteküche, da tauchen auch wieder viele interessante Namen auf, unter anderem Frankfurts Top-Torjäger und Bremens Kapitän. Also lasst uns ein Abo da und dann nichts wie rein in die Sendung. Entwarnung bei Leroy Sané, der 23-jährige Außenspieler vom DFB. Der hatte gestern ja in der Nachspielzeit ein hartes Foul von Milan Pavkov einstecken müssen. Der serbische Nationalspieler von Roter Stern Belgrad war daraufhin mit Rot vom Platz geflogen. Nun gab Jogi Löw Entwarnung, Sané habe keine Verletzung davon getragen. Renato Sanchez, der beklagt seine Reservistenrolle beim FC Bayern. In diesem Jahr stand er erst 37 Bundesliga-Minuten auf dem Grün. Nun sagte der 21-Jährige im Kicker-Interview, ich bin hier nicht glücklich. Das riecht nach Abschied trotz eines Vertrages bis 2021. Lambertus, uns allen besser bekannt, Bert van Marwijk, der hat einen neuen Trainerjob und zwar als Nationalcoach der Vereinigten Arabischen Emirate. Damit folgt der 66-Jährige auf den Italiener Alberto Zaccheroni und wir alle kennen ja van Marwijk noch aus seinen Bundesliga-Stationen in Dortmund und beim HSV. Laut der Hamburger Morgenpost verlässt Sami Alagui den FC St. Pauli im Sommer, sollte der Kiez-Club aus Hamburg in der zweiten Liga bleiben und den Aufstieg verpassen. Da ist natürlich blöd, dass es zuletzt gleich zweimal 0:4 hieß. Heißt, der Aufstieg ist in weite Ferne gerückt. Das Ende von Sami Alagui rückt damit näher. Der 32-Jährige war vor 2 Jahren von der Hertha nach Hamburg gewechselt. Und Vollzug gibt es bei Red Bull Salzburg. Die Österreicher haben den Vertrag mit Dominik Szoboszlai bis 2022 verlängert. An dem Ungarn waren vorher dem Vernehmen nach einige Top-Clubs dran. Der 18-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld, durfte in der österreichischen Bundesliga bisher 7-mal ran und schoss ein Tor. Er gilt als größtes ungarisches Talent. Interesse aus der Bundesliga an Nachwuchsmann Callum Hudson-Odoi. Das ist unser Gerücht des Tages. Wenn ihr jetzt aufmerksame Zuschauer unserer Sendung seid, werdet ihr natürlich fragen, was ist daran neu? Und wir sagen, es handelt sich eben nicht um den FC Bayern, der ja schon länger an dem Engländer interessiert sein soll. Nein, heute meldete der Telegraph von der Insel, dass der BVB auch über den jungen Offensivmann nachdenkt. Konkurrenz also aus der Bundesliga für die Bayern im Werben um den Linksaußen. Und das haben wir heute natürlich auch schon ausgiebig diskutiert auf transfermarkt.de. Und wir wollen mal reinschauen, was eure Meinungen zu dem Gerücht rund um Callum Hudson-Odoi und den BVB sind. Zum Beispiel schreibt 76 dieser User, vom Talent her wäre das ein Transfer, der zum BVB passen würde. Aber die aufgerufenen Ablösesummen sind ja selbst für den FC Bayern ein Novum. Für den BVB wäre es ebenfalls eine sehr untypische Summe. Im Endeffekt denke ich, dass er bei Chelsea bleiben wird. Und der Bolzplatz-Pöhler schreibt, wenn der BVB hier einsteigt, wird er sich auch eine Chance ausrechnen. Was für mich ein ganz großes Plus ist, ist die Beziehung zu Jadon Sancho. Das könnte der entscheidende Vorteil sein. Es wird spannend im Sommer. Jadon Sancho ist genau unser Stichwort, ist ja nicht nur ein gutes Vorbild, ihn holte der BVB ja von Manchester City, nein, das ist auch ein dicker Buddy von Hudson-Odoi und da werden jetzt natürlich die Vermutungen laut, dass der junge Sancho zum Trumpf werden könnte im Werben um den Chelsea-Spieler. Wir haben mal ein Zitat aus dem Januar für euch rausgesucht, da sagte Jadon Sancho, ich und Callum sind enge Freunde, ich habe ihm erzählt, dass die Bundesliga eine gute Liga ist. Er soll einfach das machen, was das Beste für ihn ist und bei dem er sich wohlfühlt. Ja, es gibt allerdings auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen und die nicht gerade Positives für die
Bundesliga-Clubs verheißen könnten, die Callum Hudson-Odoi gegebenenfalls verpflichten wollen. Der FC Chelsea steht ja vor einer Transfersperre im Sommer und dann gibt es auch noch Gerüchte rund um einen Abgang von Eden Hazard. Sollte der zu Real Madrid gehen, dann dürfte Chelsea versuchen, alle vorhandenen Spieler beisammen zu halten, vor allen Dingen, wenn es sich dabei um offensive Außenbahnspieler handelt. Und noch eine wichtige Frage gilt es zu klären, was passiert mit Maurizio Sarri? Der steht ja wirklich in diesem Jahr in der Kritik und der setzt aktuell noch nicht so auf Hudson-Odoi. 8-mal spielte der zwar in der Europa League, aber nur 6-mal in der Premier League, insgesamt nur 119 Minuten. Damit dürfte er nicht zufrieden sein und sollte Sarri in der nächsten Zeit noch entlassen werden oder aber im Sommer ersetzt werden, dann könnte sich Hudson-Odoi durchaus für einen Verbleib in London entscheiden. Der BVB spielt auch bei unserem ersten Gerücht in der Gerüchteküche eine Rolle. Dass die AS Rom an Philipp Max vom FC Augsburg interessiert ist, das wussten wir schon länger. Heute berichtete dann die Sportbild vom Interesse des BVB am Linksverteidiger. Der hat einen Marktwert von 17 Millionen und in 24 Bundesligaspielen für den FC Augsburg 2 Tore und 4 Assists beigesteuert. Gregor Kobel, der spielt ja aktuell beim FC Augsburg noch bis zum Sommer auf Leihbasis. Dann hat er noch ein Jahr Vertrag bei 1899 Hoffenheim. Allerdings ist Kobel jetzt auch schon bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch und zwar neben Christian Matenia und Michael Esser. Patrick Herrmann ist eigentlich Mr. Borussia Mönchengladbach. Er kam 2008 in die U19 der Fohlen. Nun spielt er laut Kicker allerdings auch eine Rolle bei den Kaderplanungen des FC Schalke 04. In dieser Saison kam er erst in 17 Spielen zum Zug. 3 Tore, 2 Vorlagen, seine Statistiken. Ja, und Schalke soll auch hohes Interesse an Max Kruse, dem Kapitän von Werder Bremen, haben. Ganz interessantes Gerücht. Laut der Bild und der Sportbild soll Schalke schon im Winter ein Angebot unterbreitet haben. Da dürfte es im Sommer einen neuen Versuch geben, zumal der Vertrag von Kruse in Bremen ausläuft. Und da sind seine Zahlen wirklich enorm. An einem Drittel aller Tore war er direkt beteiligt. Ja, und es vergeht eigentlich kein Tag ohne einen neuen Interessenten für Luka Jovic. Das wissen wir, halb Europa jagt Frankfurts Top-Torjäger. Nun berichtet der Guardian, dass Barcelona bereits ein 50 Millionen Euro Angebot für Jovic vorbereitet hat. Der 21-jährige Serbe traf ja gestern gegen Deutschland und in 36 Pflichtspielen für Frankfurt auch schon 22 Mal. Das Gerücht um Lucas Hernandez und einen Wechsel des Weltmeisters an die Säbener Straße zum FC Bayern, das wird immer heißer. Heute gab es eine ganz interessante Meldung vom Portal Foot Mercato. Da hieß es einerseits, der Deal sei schon fix und andererseits, die Bayern hätten bereits 40 Millionen, also die Hälfte der festgeschriebenen Ausstiegsklauseln Ablösesumme nach Madrid überwiesen. Ja, und des Weiteren gab es noch mehr Meldungen. Angeblich soll Hernandez einen 5-Jahres-Vertrag bekommen und mit 13,5 Millionen Euro Jahresgehalt zu einem der Top-Verdiener aufsteigen. Passen würde das Ganze zu diesem Zitat von Uli Hoeneß gegenüber der Bild-Zeitung. Da sagte er, wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte. Und ein Nachfolger von Hernandez, der könnte aus Portugal kommen, von Benfica. Und zwar sollen Scouts von Atletico Alejandro Grimaldo beim Spiel gegen Moreirense beobachtet haben. Der 23-jährige Spanier spielt auf der Position des Linksverteidigers. Ja, und Untätigkeit kann man Atletico dieser Tage nicht vorwerfen. Laut AS denkt der Verein nämlich auch über die Verpflichtung von Adrien Rabiot als Verstärkung im Mittelfeld nach. Rabiot steht ja bei PSG auf dem Abstellgleis. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und noch einen ganz interessanten jungen Mann haben wir hier für euch aus Portugal. Ebenfalls wie Grimaldo von Benfica. João Felix, 19 Jahre jung, wird heiß umworben in Europa und laut ESPN steigt nun Manchester City ins Rennen um den 19-jährigen Offensivmann ein. Und an der Stelle haben wir eine Einschätzung aus der Transfermarkt-Redaktion für euch und zwar von Area Manager Marcel de Almeida.
Zahlreiche europäische Topclubs sollen an Joao Felix interessiert sein. Neuestes Gerücht nun Man City. Meiner Meinung nach sollte Joao Felix auf jeden Fall noch mindestens eine Saison in Portugal bleiben. Das heißt, nicht nur diese Saison, sondern auch die komplette nächste Saison. Das tut ihm einfach gut. Er muss Spielpraxis sammeln und weiter im Wettkampf bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Sommer allerdings schon ein Topclub zugreifen wird und ihn dann eventuell noch eine Saison bei Benfica parken wird, sodass er dann übernächstes Jahr, beziehungsweise übernächsten Sommer zu einem Topclub wechselt. Nicht Fisch, nicht Fleisch, das wäre, glaube ich, eine passende Überschrift für das erste Länderspiel in der neuen DFB-Ära. Die Ära nach der Ausbotung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels. Wir sehen hier auch hinter mir nochmal die Choreografie der Fans in Wolfsburg beim 1:1 gegen Serbien. Die Torschützen Luka Jovic von Eintracht Frankfurt auf der einen Seite und dann der Retter des Unentschiedens, der eingewechselte Leon Goretzka. Man muss festhalten, es war eine junge Startelf da in Wolfsburg auf dem Rasen, unter anderem ja auch mit den beiden Außenverteidigern Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg. Maxi Eggestein und Niklas Stark, die warten damit weiter auf ihr DFB-Debüt. Ja, und die große Frage, die sich jetzt stellt, war das der große Umbruch, der große Neuanfang? Und an der Stelle wollen wir dann natürlich mal schauen, was denn eure Meinungen sind bei transfermarkt.de im Forum. Da haben wir mal ein paar Zitate vorbereitet, unter anderem von Don Carrera, der ist ein bisschen sauer. Jedes Mal das Gleiche. Ein Schritt nach vorne, eine leichte Verbesserung. Nein, es ist immer noch derselbe Mist wie vor Monaten. Es herrscht Stillstand. Die gefährlichen Situationen waren auf Einzelspieler wie Sané oder Reus zurückzuführen. Das System von Löw hat fertig. Showboat, der schreibt, starkes Debüt von Klostermann, guter Zug nach vorne, Passspiel mit Brand gut und hinten das 0:2 gegen Jovic verhindert. Ansonsten Sané, Man of the Match, zum Glück nicht ernsthaft verletzt. Brand und Reus auch gut kombiniert, bin mal auf das Spiel gegen Holland gespannt. Hätte man einen Knipser, wären die Chancen noch höher, in Amsterdam einen Sieg zu holen. Und Sadie 1887 schreibt, die jungen Spieler machen wirklich Spaß. Der Ansatz, mit jungen Spielern zu arbeiten, ist meiner Meinung nach richtig, aber die Abstimmung muss logischerweise noch verbessert werden. Ansonsten merkt man wirklich deutlich, dass uns vorne ein Knipser fehlt. Wir halten also fest, die Meinungen, die gehen klar auseinander von war schon ein Gutes dabei, ein paar Ansätze hat man gesehen, bis hin zu Jogi Löw hat fertig, wir haben es gelesen. Und jetzt ist natürlich auch noch eure Meinung daheim gefragt. Wenn ihr euch noch nicht geäußert habt auf transfermarkt.de, dann tut das gerne jetzt in den Kommentaren. Wie hat es euch gefallen und vor allen Dingen geht der angekündigte Umbruch voran? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Ihr habt es vielleicht gemerkt, durch unsere heutige Sendung geisterte ein Name immer wieder. Luka Jovic, der gestern für Serbien gegen Deutschland zum 1:0 erfolgreich war, für Frankfurt ja sowieso trifft, wie er will und um den auch immer wieder interessante Gerüchte sich ranken. Ich bin persönlich sehr gespannt, was im Sommer passiert. Jedenfalls wäre im Falle eines Transfers eine Ablösesumme jenseits der 50 Millionen Euro realistisch und dementsprechend haben wir heute unsere Statistik des Tages ausgewählt. Wir zeigen euch nämlich die Top 5 der teuersten Mittelstürmer, die mit 21 Jahren oder jünger gewechselt sind. Und da sehen wir auf dem 5. Rang einen Transfer aus der Saison 99-2000. Nicolas Anelka mit 20 Jahren vom FC Arsenal zu Real Madrid. Damals 35 Millionen, noch eine ganz andere Hausnummer als heute. Romelu Lukaku, der wechselte 14-15 von Chelsea zu Everton für 35,3 Millionen. Und Wayne Rooney von Everton zu Man United mit 18 Jahren, das war 2004, 2005, 37 Millionen die Summe. André Silva, 17-18 von Porto zu Milan, ja aktuell an Sevilla ausgeliehen, kostete 38 Millionen. Und dann machen wir einen riesigen Sprung zu Kylian Mbappé. Der ist gewechselt für ganze 135 Millionen in der laufenden Saison. Er war ja zuerst ausgeliehen von Monaco an die PSG. Die Ablösesumme dann 135 Millionen. Hier haben wir nochmal die Übersicht. Und ich habe es ja gesagt, bei Luka Jovic wären so
50 Millionen realistisch. Er würde sich also auf den zweiten Rang einreihen. Das war's für heute. Wer noch nicht genug hat, dem kann ich nur unser Marktwert-Update für die Chinese Super League ans Herz legen. Mit dabei unter anderem Spieler wie Marek Hamšík, Sandro Wagner oder auch Marouane Fellaini. Und passend dazu zeigen wir euch jetzt zum Abschied nochmal ein paar schöne Tore. Yannick Carrasco, der traf gleich doppelt für Dalian Yifang beim 3:3 am zweiten Spieltag gegen Guangzhou R&F. Dabei viel Spaß. Morgen seht ihr hier Hannes Herrmann. Bis dahin, macht's gut, ciao.